Die ersten wärmenden Sonnenstrahlen locken die freilaufenden Tiere wie die Kapibaras aus ihren Verstecken. Die ersten Blumen blühen an der Thaisala und auch die Maras genießen die Frühlingstage in der Sonne. Reviertierpfleger Philipp Detzner bereitet seinen Seychellen-Riesenschildkröten heute eine besondere Freude. Leopold, Otto, Cassiopeia, Helena und Romina stürmen in diesem Frühling zum ersten Mal in ihr Außengehege. Ja, heute ist für die Schildkröten ein besonderer Tag, weil die heute das erste Mal raus dürfen. Man sieht ja schon, dass das Wetter richtig gut ist. Gestern war es auch schon warm, da haben die drinnen alle schon vor der Tür gehockt. Da mussten wir natürlich erstmal die Winterisolierung abbauen und die konnten es dann schon fast ahnen, dass es heute soweit ist. Und es sind auch direkt alle rausgestürmt und jetzt liegen sie hier alle schön in der Sonne und genießen das. Und hoffentlich gehen sie auch abends alle pünktlich wieder rein, sonst müssen wir sie nämlich reintragen, da es im Moment nachts noch sehr kalt ist. Das mit dem Reintragen ist leichter gesagt als getan. Schließlich bringt Otto als ältestes Männchen stolze 206 Kilogramm auf die Waage. Tendenz steigend, denn jetzt lockt das frische Grün. Das Gras, was die hier draußen finden, das fressen die natürlich super gerne. Ist dann auch wieder ein bisschen was Abwechslung im Verlauf des Jahres. Und ist natürlich auch erwünscht. Das ist sehr gutes Futter für die, ist nicht allzu nährstoffhaltig und ist gut für deren Verdauungssystem. Und da können die sich ruhig den Bump vollschlagen. Hierzulande merken die natürlich auch den Unterschied in den Jahreszeiten. Und wenn es wärmer wird, die Sonne länger scheint, das ist natürlich für die auch schön. Weckt so ein bisschen Lebensqualität. Das UV-Licht ist sehr wichtig für die. Das spüren die auch. Die gehen ja auch drinnen immer aus eigenem Antrieb unter die UV-Lampen. Und dann haben die natürlich auch, dann laufen die mehr rum, sind wieder ein bisschen fitter. Heute ist direkt Leopold bei einem Weibchen aufgestiegen. Also auch da geht es bei denen im Frühling los. Also es ist einfach wie bei uns Menschen, dass es einfach alles schöner ist, sag ich mal. Na, dann hoffen wir mal auf einen langen, warmen Frühling.